Ich möchte beginnen mit einer kleinen Geschichte, die Geburt des Kochtopfs. Eines Tages ging Nasruddin zu einem Nachbarn und ließ sich einen großen Kochtopf von ihm aus. Nachdem einige Tage vergangen waren, setzte er einen kleinen Topf hinein und gab beides dem Eigentümer zurück. »Was ist das?« fragte der Nachbar, indem er auf den kleinen Topf deutete. »Oh!« »Während dein Kochtopf in meinem Haus war, hat er das geboren«, erwiderte der Mullah. Sein Nachbar war über diese erfreuliche Nachricht entzückt und nahm strahlend beide Kochtöpfe entgegen. Nach einer Weile lieh der Mullah sich wieder den Kochtopf von seinem Nachbarn aus. »Oh, mit Vergnügen«, sagte der unverhohlen und glaubte besonders schlau zu sein, indem er hinzufügte, »sei vorsichtig mit ihm«. Es kommt mir so vor, als ob der Kessel wieder schwanger wäre und wie es scheint mit Zwillingen. Aber diesmal gab Nasruddin den Topf nicht rechtzeitig zurück, so dass der Mann ihn zurückfordern musste. »Hey, Mullah, was ist mit meinem Kessel?« Nasruddin sagte, »Ich kann ihn dir nicht zurückgeben. Dein Kochtopf ist gestorben. Gott hab ihn selig.« »Gestorben? Wie kann ein Topf sterben?« »Nun, warum nicht?« erwiderte der Mullah. »Wenn du glauben kannst, dass der Topf gebären kann, dann musst du auch glauben können, dass er sterben kann.« Ich möchte heute Abend ein wenig über Gier sprechen, die uns erstaunlich blind werden lassen kann, dass wir fast alles glauben. Im Buddhismus geht es in dieser Praxis, geht es ganz um das Thema Leiden. Und wie wir dieses Leiden in verschiedensten Formen, Ausprägungen reduzieren können, beenden können. Diese Ursache von dem Leiden wird im Anhaften gesehen, im Kleben an Erfahrungen, an Dingen, an Personen, an einem Gefühl von Ich. Dieses Anhaften wiederum drückt sich aus, führt zu Verlangen, Begierde, Gier, oder drückt sich aus in Ablehnung, in Widerstand, in Ärger, Hass, Wut. Und diese Reaktionen wiederum werden hervorgebracht von einer Täuschung, einer nicht wirklichkeitsgerechten Wahrnehmung, wie die Dinge sind. Die führt dazu, dass wir greifen, dass wir in Besitz nehmen, dass wir uns identifizieren, die führt dazu, dass wir in den Widerstand gehen, in die Ablehnung, in den Ärger, in die Wut, in den Hass. Das Erkennen der Täuschung führt auch zur Auflösung dieser Kräfte von Gier, Habgier oder Hass als treibende Kräfte. Das Auflösen wiederum von Gier und Hass führt dazu, dass Frieden einkehrt, Entspannung, Leichtigkeit, Verbundenheit. Wir können ansetzen an der Täuschung, wir können auch ansetzen an Gier und Hass. Wenn wir die Kräfte von Gier haben müssen und nicht haben müssen, reduzieren, dann wiederum wird unser Blick klarer, sodass wir die Täuschung eher sehen können, eher durchdringen können, eher auflösen können. Das Resultat wird Befreiung genannt. Befreiung von Leiden, Befreiung von innerer Qual, Befreiung von inneren Getriebensein. Es ist immer wieder wichtig und eine Herausforderung auch für mich, und aber auch für jeden von uns, da immer mal wieder auch zu diesem, was hier gesagt wird, eine Beziehung zu bekommen. Es ist dieses Gequältsein da drin. Also ich möchte heute über Gier sprechen. Dabei gleich abgrenzen. Es gibt Bewusstseinszustände, die wir oft verwechseln mit dem, was hier gemeint ist. Hier der Wunsch, die Motivation, etwas zu kreieren. Ein schönes Bild zu malen. Und einfach zu malen, das muss gar nicht schön werden. Einfach malen, Ausdruck. Der Wunsch, die Motivation, jemandem zu helfen, der Wunsch, die Motivation, etwas zu verstehen. Das sind alles Belange, die manchmal verwechselt werden mit Gier, Verlangen, aber wirklich etwas anderes ist. Und
Das ist hier gar nicht gemeint mit Verlangen, Tanha, Lobha oder Impulse aufzustehen. Der Impuls aufzustehen, also wenn wir lange gesessen haben, ist nicht der Impuls aufzustehen, der aus der Unruhe kommt, sondern daraus kommt, dass wir, ja, wir haben 3 Stunden gesessen, jetzt können wir, das ist schon vorher, ja, okay, ich wollte einfach extra übertreiben. Aber der Impuls ist natürlich der Impuls, wenn wir morgens aufwachen, aufzustehen, den Tag zu beginnen. Ja, der natürliche Impuls, wenn wir hungrig sind, etwas zu essen. Das ist etwas anderes, als wären wir gierig nach der Schokolade greifen und sie ganz reinstopfen und mit keinem teilen. Ja, das ist ein ganz anderer geistiger Zustand. Und es ist wirklich wichtig, diese verschiedenen Geisteszustände zu unterscheiden, so dass wir nicht versuchen, ein Verlangen zu unterdrücken, das eigentlich wirklich ein heilsames Verlangen ist. Man spricht, die Pali-Wörter sind, es gibt 3, die so verwendet werden, Lopa, Raga und Tanha. Und sie werden übersetzt mit Verlangen, Begierde oder Durst. Durst, finde ich, ist ein sehr schöner Begriff, wenn wir durstig sind, wenn ihr das mal habt. Das ist einfach ein Bild für das Verlangen, was hier gemeint ist. Ja? Aber wenn wir nach etwas dürsten, dieses Unglaubliche, ich muss es haben. Es ist eine unglaubliche Gewalt drin. Ein Zwang, das muss jetzt sein. Ja? Wir meinen jetzt nicht das Wasser, was wir trinken müssen, sondern ich muss jetzt irgendetwas haben. Ich muss jetzt etwas bekommen. Ich muss jetzt die Ruhe haben. Ich muss jetzt das Haus haben. Das schöne neue Kleid. Ich muss die Beförderung. Ich muss, ja, diesen Mann, diese Frau, die ich muss, ja, diese Zwanghaftigkeit da drin, das ist dieses Dürsten danach, nach etwas. Interessanterweise, finde ich zumindest, kam mir jetzt beim Vortrag vorbereiten, das Bild in der buddhistischen Darstellung, in den buddhistischen Darstellungen wird die Gier als eine Schlange dargestellt. Kennt ihr das? Die Schlange. Das ist Paradies. Die Schlange, die verführt. Und so ein bisschen mit der Gier ist es eben so, die schönen Dinge, die verführen uns, die sagen uns, ich mach dich glücklich. Ja? Das sieht nicht so aus, als wenn uns das unglücklich macht. Deswegen wollen wir es ja haben. Also es ist also hier, deswegen ist es mit dem Verlangen gar nicht so einfach. Wir übersehen die Konsequenzen. Und sie sind auch nicht immer einfach zu sehen. Manchmal sind es auch bei kleinen Verlangen, ob ich jetzt noch ein Schälchen Tiramisu hineinstopfe oder nicht. Das ist jetzt auch wirklich harmlos. Ja? Nicht jedes Verlangen, dem wir folgen, ist gleich mit riesigen Konsequenzen verbunden. Aber es kann. Ja? Es ist interessant, dass wir in dem Moment die Konsequenzen ausblenden. Und das kann man auch an einem zweiten Schälchen Tiramisu herausfinden, einfach zum Erkenntnis sammeln. Also mir geschieht das regelmäßig mit dem Essen. Ich schlage mich jetzt irgendwie seit über einem Jahr oder 2, seit meinem letzten Retreat, mit dem Thema Essen rum. Würde man bei mir nicht denken, und ich bin auch wirklich, glaube noch nicht essgestört. Aber es ist ein sehr spannender Prozess zu sehen, dass ich meine immer, ich müsste 2 Kilo abnehmen. Das muss ich nicht wirklich, bin nicht übergewichtig, aber ich hätte es gern. Und ich kann mich nicht dazu bewegen, ein bisschen weniger zu essen. Noch weit weg von Hunger. Es ist einfach, ich merke, wie viel ich mir auf den Teller tue. Ich gucke dann immer mal, was machen die anderen. Ja, dann schaue ich die Statur an, dann ist mir klar, warum die weniger wiegen. So offensichtlich. Mein Hauptvergleich ist gerade immer mit dir. müssen jetzt alles beichten, okay. Und ich sehe, es ist völlig klar, der kausale Zusammenhang ist offensichtlich. Ich habe letztens auch mal nachgelesen über diese Diätprogramme. Letzten Endes läuft es darauf hinaus, weniger reinstopfen, als man braucht. Wann ist egal und was ist auch egal? Und diese ganzen Diätprogramme sind eigentlich Kokolores, gell? Aber es ist so interessant.
wie das ist, wenn ich da drauf tue, und ich bräuchte jetzt wirklich nur ein Löffelchen weniger. Und es gelingt so selten. Da kommt sofort, nee, es ist jetzt einmal so lecker. Nein, dann hast du Hunger. Dann, oh, und dann, ja, und dann, ich esse auch gerne. Das ist ein weiteres Problem. Es macht richtig Spaß, da hinein zu tun. Bin mir dessen bewusst. Und ich sehe richtig, wie es will das nicht zulassen, dass die Konsequenz natürlich ist, dass ich den anderen Wunsch nicht erfüllt kriege. Der ist in dem Moment im Hintergrund, der kommt danach wieder. Dann kommt der Frust und dann kommt der Ärger und dann. Also ich gehe sehr milde da mit mir um, aber ich betrachte dieses Szenario und es ist interessant, wie das funktioniert. Also wenn ihr sowas Ähnliches, Harmloses habt, dann ist es spannend, weil es ist an sich der gleiche Prozess, der dann in ernsthafteren Szenarien abläuft. Also wir übersehen einfach die Folgen. Ich glaube hier, also wir übersehen so leicht, dass das Unglück, was durch diese Gier mit einhergeht. Auch eine kleine Geschichte aus diesem schönen Buch. Arm und Reich. Die Anhänger von Rabbi Abraham Jacob von Sadagora beklagten sich einmal bei ihm. Jedes Mal, wenn ein Armer eure Studierstube betritt, um mit euch zu reden, entlasst ihr ihn schon wenige Augenblicke später. Doch wenn ein Reicher kommt, widmet ihr ihm viel mehr Zeit. Sieht das nicht so aus, als ob ihr die Reichen bevorzugt? Überhaupt nicht, entgegnete der Rabbi. Mir liegt nichts an den Reichen, und ich ziehe sie auch den Armen nicht vor. Doch wenn ein armer Jude hier eintritt, erzählt er mir rasch von seinen Sorgen, und ich weiß sofort, wie ich ihn segnen und wofür ich um seinetwegen bitten muss. Mit einem Reichen dagegen muss ich erst ein langes und umfassendes Gespräch führen, bevor er einsieht, dass auch er arm und bedürftig ist. Das ist interessant. Also, dieses, ich meine, Essen. Ich habe auch mal gelesen, es gäbe nicht so viele Menschen, wenn man nicht immer wieder bei der Tätigkeit, bei der Menschen entstehen, einfach ausblenden würde, das Resultat, was auch noch bei rauskommen kann. Das fand ich einen interessanten Gedanken. Da setzt was ein im Hirn, blendet aus. Vielleicht kennt ihr solche Szenarien aus eurem eigenen Leben, wo ihr gedacht habt, ach nee, komm. Ich will jetzt. Oder was viele auch erfahren, auf dem Börsenmarkt. Sie wollen hohe Renditen, aber das bedeutet immer ein hohes Risiko. Aber das wird ausgeblendet und hinterher kommt das Gejammere. Also wir sehen es immer wieder, dass Gier auch Leiden bringt, eben manchmal nicht sofort, manchmal nur nicht immer unmittelbar, oft mittelbar, eben dass dadurch bestimmte geistige Haltungen entwickelt werden, die Trennung hervorrufen. Das ist also nicht immer gleich so direkt verstehbar. Wir brauchen ein tiefes Erkunden, warum Gier so viel Leidenschaft in uns und auch in unserer Gesellschaft. Und vieles davon ist uns natürlich auch ein bisschen klar. Also wenn wir nur schauen, die Unersättlichkeit, Gier ist unersättlich. Gier kann nicht wirklich je zufriedengestellt werden, nur immer ganz kurzfristig. Wir sehen die Unersättlichkeit der Gier im Zustand unserer Welt. Also der Zustand da draußen, vielleicht nicht gerade vor unserer Nase, aber die Klimaerwärmung, die schmelzenden Polkappen, die Dürren, die Überschwemmungen. Das große Artensterben auf dem Land, in den Meeren, die Müllkippen in den Meeren. Wir lesen davon und das hat ganz direkt mit der Gier zu tun. Ja? Die verschärfende Suche nach Öl, der Abbau der Ölsande in Kanada, das ganze Landstriche von der Größe Englands verwüstet hat für Jahrzehnte, Jahrhunderte. Also es ist enorm, was da angerichtet wird. Wenn wir hineinspüren, diese Gier,
führt auch nicht zu einem inneren Glück, einer inneren Zufriedenheit. Im Moment, wo Gier auftritt, entsteht sofort Unzufriedenheit. Noch eins, das ist der letzte. Und auch hier ist interessant, dass wir oft es nicht wirklich sehen. Ein Zen-Meister stellte ein Schild in den Garten vor seiner Hütte, auf dem stand: Dieses Grundstück soll dem gehören, der wirklich zufrieden ist. Meldet ihr euch schon mal? Ihr seid doch bestimmt wirklich zufrieden. Ihr seid doch jetzt schon mehrere Tage im Retreat. Okay. Ihr ahnt ja schon, da kommt noch was. Ein reicher Kaufmann ritt vorbei, sah das Schild und überlegte Folgendes. Ich bin reich, habe eigentlich alles, was ich brauche und ich bin zufrieden. Diese Chance sollte ich mir nicht entgehen lassen, bevor sich jemand anderes das Land aneignet. Also ging er zu dem Zen-Meister und erklärte, was er wolle. Und ihr seid wirklich zufrieden? Fragte der Meister. Ja, denn ich habe ja alles, was ich brauche. Wenn ihr zufrieden seid, warum wollt ihr dann das Grundstück? Er hat's verstanden, gut. Aber ganz häufig sehen wir das nicht. Das macht die Gier. Wir sehen einfach nur das Objekt. Wir spüren gar nicht, wie unzufrieden wir gerade sind. Wir sind verloren da draußen. Wir sind nicht mehr in uns. Und kein Wunder, dass wir dann ein bisschen unglücklich sind. Ganz interessant ist auch, was ich vor sehr vielen Jahren inzwischen gelesen habe, in einem Artikel in der Berliner Zeitung vom Jahre 2000. Schon ein bisschen her, können sich verändert haben. Und zwar geht es darum, ein Bericht über eine wissenschaftliche Studie, wo die glücklichsten Menschen dieser Erde wohnen. Und die sind herumgezogen über diese ganzen verschiedenen Erdteile und die Bewohner verschiedenster Länder und haben die Person nach ihrem individuellen, ihrem subjektiven Glücksempfinden gefragt. Fühlt ihr euch glücklich, ja oder nein? Und interessant kam raus, dass Bangladesch zu einem der Länder gehörten, wo fast 100% der Menschen sagten, sie sind glücklich. Deutschland platzierte auf Platz 42. Im letzten Viertel. Dahinter noch war die Schweiz und Kanada. Also, obwohl wir doch hier so viel haben. Und Sie zitieren hier eine Frau, schildern eine Frau. Fragen wir die dürre kleine Frau im zerrissenen Sari, die bei Sonnenuntergang in den Ruinen des uralten buddhistischen Klosters von Pahapur im Nordwesten Bangladesch hockt. Mit einer Sichel schneidet sie wie ihre Vorfahren vor 1000 Jahren Gras und stopft es in einen Jutesack. Wenn sie redet, werden in ihrem Mund einige schwarze Zahnstummel sichtbar. 40 Jahre alt ist sie, bald am Ende ihres Lebens, wenn man seinen Augen und den Statistiken über die Lebenserwartung trauen darf. Das Gras sammelt sie für die zwei Kühe ihres Bruders, bei dem sie Aufnahme fand, als ihr Mann sie verstieß. Jener Tag war der traurigste ihres Lebens, sagt sie. Aber sie beharrt. Mir geht es gut. Ich esse zweimal am Tag. Wir können es fast nicht glauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sie sagt, ich bin glücklich. Und das müssen wir vielleicht auch gelten lassen. In einer anderen, Befragter, bei dem es sich um einen Lehrer handelt, der sagt dazu, die Leute hier sind zufrieden, weil sie wenig vom Leben erwarten. Aber in seiner Nachbarschaft, in seinem von Mittelklassefamilien bewohnten Apartmenthaus, beobachtet er erste Anzeichen von Neid und Konkurrenz, die er aus seiner Kindheit überhaupt nicht kannte. Vergangenes Jahr hat sich ein Nachbar ein Auto angeschafft, klein und verbeult, aber alle haben darüber geredet. Jetzt verschulden sich manche, um auch ein Auto zu haben. Und so geht's los. Gier entsteht. Ich will es haben. Koste, was es wolle. Ich nehme das Leid, was dann kommt, einfach in Kauf. Und das macht so ein bisschen Gier. Gier macht uns so blind. Gier lässt uns Dinge tun, die neben dem, dass wir vielleicht etwas haben, was auch ein Kick verspricht,
dass wir aber auch sehr viel Leiden erfahren. Dieses haben müssen ist ein Problem. Wir sind in einem Zwang, wir kommen in einen Zwang hinein und verlieren in dem Moment unsere Zufriedenheit. Zufriedenheit und haben müssen gehen oder wenig haben müssen gehen zusammen. Zufriedenheit und haben müssen nicht. Wenn dieses Ding entsteht, und ich beschreibe es gerne als haben müssen, weil das macht die Dringlichkeit so schön klar, die Gier in sich hat, dann in dem Moment entsteht sofort eine Dualität. Ich will etwas haben, ich muss etwas haben, unbedingt. Und wir fühlen uns getrennt, wir fühlen uns unglücklich, was immer das auch ist. Und wir verlieren aus dem Blick, was wir haben. Wir sehen das einfach gar nicht mehr, es zählt einfach nicht, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr durch die Geschäfte geht und ihr seht, oh, da ist ein wunderschönes Kleidungsstück. Also wir haben ja alle unsere verschiedensten Dinge. Und wir vergessen, wie voll der Kleiderschrank ist. Das passt eigentlich gar nicht mehr rein. Aber wir müssen es haben, es lässt uns keine Ruhe. Oder etwas anderes, ein elektronisches Spielzeug, ein neues Handy, ein neues Smartphone, ein neues iPad und was man so alles haben kann, jetzt noch in einer anderen Größe, 1 Zentimeter größer oder kleiner, muss ich unbedingt haben, passt besser in die Tasche oder besser zur Tasche. Es ist enorm, es kann uns ganz schön umtreiben, was wir da alles haben müssen. Also ich kenne das gut von mir, bin da wahrscheinlich ganz allein. Oder eine schöne Aussicht. Wir wollen unbedingt eine schöne Aussicht haben. Ah, noch ein Stückchen weiter. Komm, lass uns noch mal gucken. Dieses, auch das kann sehr, sehr drängend sein, statt einfach in Ruhe da zu sitzen oder in Ruhe zu praktizieren. Nein, wo sind die Berge? Ich muss noch mal auf die Berge schauen. Renn hin. Und dieses Drängen, das jedes Mal, wenn das aufkommt, verschwindet unsere Zufriedenheit. Wenn wir uns darin üben, wirklich immer wieder auch die Sicht darauf zu richten, was wir haben, dann entsteht Zufriedenheit. Aber schauen wir uns das an. Schauen wir uns das an, wenn dieses Gefühl von Unzufriedenheit entsteht. Wenn dieses Gefühl, ich habe nicht genug, entsteht. Das ist äußerst schmerzhaft. Und wie ich schon öfters gesagt habe, wenn etwas Schmerzhaftes entsteht, dann möchte ich dieses loswerden. Ich möchte das Gefühl loswerden. Und das werde ich los, indem ich das bekomme, was ich haben möchte. In dem Moment ist das weg. Und dadurch entsteht auch der Eindruck, dass dem Verlangen zu folgen hilft, mein Leiden zu vermindern. Das ist der Irrtum, der da begangen wird. Ja, wenn ich nicht genau hinschaue, dann sehe ich nicht, dass daraus eigentlich nur wieder dieser Kreislauf genährt wird. Es dauert nicht sehr lang, bis das nächste Verlangen auftritt. Und weil ich gewöhnt bin, dem zu folgen, weil ich glaube, dass dadurch, dass ich das erfülle, mein Glück entsteht, gehe ich dem immer weiter hinterher. Dadurch entsteht diese Unersättlichkeit, diese Endlosigkeit. Ich falle immer wieder drauf rein. Und in unserer Gesellschaft ist das ja inzwischen sehr groß geworden. Wir sind wirklich, meiner Ansicht nach, wir sind eine von Gier getriebene Gesellschaft. Sehr stark. Vor 60 Jahren war zumindest Deutschland eine von Hass getriebene Gesellschaft, vor allen Dingen. Jetzt ist ja eine von Gier getriebene Gesellschaft. Wir versprechen uns, und das ist auch wichtig, wie in da drin ist, wir uns eine dauerhafte Befriedigung eigentlich versprechen. Oder andersrum, wir sehen es oft in der Befürchtung, wenn ich das nicht bekomme, dann bleibe ich für immer unglücklich. Wenn ich diesen Mann, diese Frau, die ich mich jetzt verliebt habe, nicht bekomme, daran können wir uns vielleicht alle erinnern, dann bin ich für immer unglücklich. Ach, das ist so schwer, sich davon zu lösen. Es gibt noch mal jemand anders. Oh nein, vielleicht doch nicht. Also, beim Stück Kuchen, das geht. Das kriegen wir gerade noch gebacken. Ja? Dass das vielleicht nicht unbedingt unverzichtbar ist. Aber der Traumpartner,
Das geht gar nicht. Oder die Traumreise oder das Traumauto oder die Traumwohnung oder der Traumjob. Ja, wir haben immer mal wieder etwas, was über unsere Nase kommt. Und wir haben das Gefühl, wenn ich das nicht bekomme, kann ich nie wieder glücklich werden. Aber an sich, und das ist das Spannende, wenn wir fein genug hinschauen, wir wissen zwar, dass das nicht stimmt mit dem Stück Kuchen, aber wenn wir hineinspüren in die Erfahrung selbst, ist der Unterschied ist nicht so groß wie mit dem Traum-Dingsbums da. Das Drängen kann enorm stark sein. Ja? Wehe, jemand isst die letzte Karotte von meiner Nase oder das letzte Samosa. Ja, dann, das ist fürchterlich. Ich habe kein Samosa abgekriegt. Also ich habe eins abgekriegt, aber beinahe nicht, nur weil jemand geteilt hat. Ah, ich habe auch gar nicht gejammert. Also ich will nur sagen, da war so ein nettes Beispiel, weil ich kam so hin und da war keins mehr. Okay. Und ich konnte so sehen, mein Geist. Und das war nicht sehr stark, aber ich kann mich genauso gut da jetzt reinsteigern, so, um das Beispiel klar zu machen. Oh, ein Samosa. Weil, wenn wir dem freien Lauf lassen, dann kann das eine enorme Bedeutung bekommen, obwohl es eine Kleinigkeit ist. Gier kann in der Hinsicht sich sehr aufbauschen und sehr blind machen und wir meinen, wir sind zwar nicht doof, aber das Gefühl ist so, wir meinen, dann sind wir für immer glücklich. Es steht auf dem Spiel, deswegen ist es so zwanghaft. Also spielt mal damit, schaut mal da rein, spürt da mal hin ab und zu, wenn euch etwas wirklich packt. Was ist da? Dieses Verlangen richtet sich auch, es gibt verschiedene Verlangen, die sich in verschiedene Zeitebenen ausrichten. Es gibt Dinge, die in der Zukunft liegen. Wir haben ein Verlangen nach etwas, was in der Zukunft geschehen soll. Und wir sind dann praktisch, wir warten auf einen Zeitpunkt, auf etwas, was noch nicht da ist. Und das, was jetzt da ist, ist nicht gut genug. Also ich warte darauf, dass er endlich kommt, der Traumprinz. Ja? Jetzt mache ich mal das Beispiel weiter. Und weil wir so sehr glauben, dass die Zukunft, da wird was Besseres geschehen. Da kommt eine bessere Erfahrung, da kommt ein besseres Retreat, da kommen bessere Lehrer, die erzählen bessere Dinge und da ist das Wetter besser und dann, ja, wir sind dann mit dem, was jetzt ist, ständig unzufrieden. Und wir glauben dem, dass da in der Zukunft was Besseres wartet. Sind natürlich dann enttäuscht und frustriert, wenn das zu lange auf sich warten lässt. Ja, dann verschwindet immer wieder die Hoffnung, wir sind immer wieder verzweifelt und dadurch entsteht das Leid. Ist unser Habenwollen auf die Vergangenheit ausgerichtet, dann können wir nicht loslassen, was gewesen ist. Ja, also meine beste Zeit war in meiner Studienzeit oder in meiner Schulzeit oder in meiner Jugendzeit, aber danach, da ging es nur noch bergab. Ja, da kam, das war nur noch schwierig und anstrengend. Aber damals, das war besonders toll. Oder die Partnerin damals, oder, ja, was auch immer es damals war. Oder damals, die alten Zeiten, ja, da war es noch gut. Aber jetzt ist es unmöglich, glücklich zu werden. Und so sind wir einfach gefangen in diesen Vergleichen und können auch nie wirklich zufrieden sein mit dem, wie es jetzt ist. Und manchmal ist unser Habenwollen auch in der Gegenwart gerichtet. Da wollen wir das haben, was ist es vor unserer Nase, aber es hat jemand anders. Das ist wirklich gemein. Und so entsteht Eifersucht und Neid und Konkurrenzdenken. Ich will den Job, den du hast, also weg mit dir. Und dieses ganze Spiel, was da getrieben wird. Und in dem Sinne entstehen eben auch aus Gier im Zuge dessen auch diese anderen vielen geistigen, sehr schmerzvollen geistigen Zustände. So vielleicht ahnt ihr, wie wirklich aus diesem Zustand, diesem Geistesfaktor, dieser Geistesqualität so viel Leiden entsteht. Möchte euch etwas aus den Sutten vorlesen von Buddha. Lass eine Anweisung. Lass eine Person nicht die Vergangenheit wieder lebendig machen
oder auf der Zukunft ihre Hoffnungen bauen. Denn die Vergangenheit hat sie hinter sich gelassen und die Zukunft ist noch nicht erreicht. Stattdessen lass sie mit Einsicht sehen jede Erfahrung, die in diesem Moment entsteht. Lass sie diese wissen und studieren, unbesiegbar, unerschütterlich. Noch heute muss die Anstrengung geschehen. Wer weiß, morgen schon mag der Tod nahen. Kein Feilschen mit der Sterblichkeit hält sie oder ihre Gehilfen fern. Aber diejenigen, die eifrig so verharren, unablässig bei Tag und Nacht, es ist von ihnen, dass der Buddha sagt, dass sie ein glückbringendes Anhaften haben. So, ich werde ja manchmal gefragt, ob man auch ein bisschen Anhaften an Erwachen haben darf. Erwachen wollen oder Achtsamkeit, das ist glückbringend, sagt Buddha. Also ein Streben nach Erwachen ist nicht unbedingt das gleiche, wie von dem hier die Rede ist. Und doch sehr schön mit dir gesagt, lass die Vergangenheit auf sich beruhen, warte nicht auf die Zukunft, wende dich dem zu, was jetzt ist, und versuche es tief zu verstehen. Dann können wir uns befreien von diesem Zwang, diesen leidbringenden Zuständen zu folgen. Das Problem liegt nicht im bloßen Erinnern. Wir können hier sitzen und Erinnern kann stattfinden. Das ist kein Problem. Das brauchen wir nicht scheuen. Oder es ist auch nicht das bloße Denken an eine Zukunft, das bloße Planen. Es ist das Anhaften daran. Es ist das Fixieren darum. Das Glauben, dass damals war es besser, oder es wird, dann wird es besser. Dieses Hoffen auf etwas Bestimmtes und das wieder haben wollen von etwas, was vergangen ist. Dieses Fixieren, dieses Anhaften, dieses Kleben, Bleiben daran. Ist nicht, ja, eins sah ich jung und schön aus. Oh, ich bin jetzt 51. Die Falten mehren sich. Jedes neue Retreat, eine neue Falte. Es ist wirklich nicht zu fassen, ich sollte nie wieder Retreats tun. Ja, ich beobachte sie immer wirklich in Retreats, wie sie entstehen. Es ist fürchterlich. Oder einst war ich kräftig und gesund und jetzt bin ich krank und schwach. Und das geschieht, diese Veränderung geschehen. Und wenn wir daran klammern, dann leiden wir noch einmal mehr als nur unter dem, wie es uns jetzt geht, unter der Schwäche, unter der Krankheit. Weil wir immer wieder vergleichen, immer wieder nicht akzeptieren können, annehmen können, wie es jetzt ist. Und so entsteht immer wieder dieses, oh, wäre es doch nur anders. Wir kommen nicht in einen inneren Frieden mit dem, was ist. Wenn wir eine chronische Krankheit haben, kann es zur Folter werden. Wäre ich doch nur wieder gesund. Der Wunsch ist verständlich, ich verstehe ihn unglaublich gut. Aber wenn wir daran festhalten, an diesem Wunsch, dann wird er zur Qual. Dann quälen wir uns noch einmal mehr. Das ist der Durst, der da drin steckt. Wir kommen nicht zu einem, der Durst, der nicht gelöscht werden kann. Dahinter steht die Kraft der Täuschung. Hinter der Kraft der Gier steht auch die Kraft der Täuschung. Die Täuschung, die in diesem Fall sich darin ausdrückte, dass wir meinen, irgendetwas könnte uns tatsächlich eine bleibende Zufriedenheit geben. Und es ist vielleicht auch erleichternd zu hören, dass dahinter diese große Kraft der Täuschung liegt, weil wir manchmal ein bisschen an uns selbst verzweifeln, dass wir immer noch darauf reinfallen. Es ist eingewoben in die Art und Weise, wie wir wahrnehmen, dass wir diesem Glauben aufsitzen. Genauso wie wir immer wieder meinen, etwas könnte andauern. Wir meinen es instinktiv, das ist drin, das ist eingebaut, wie wir wahrnehmen. Und in dem ist auch eingebaut, dass etwas uns eine bleibende Zufriedenheit schenken könnte. Zu bemerken, dass alle Erfahrungen, alle Dinge, alle Personen in sich die Qualität haben, unzulänglich zu sein. Sie können uns nie eine dauerhafte Zufriedenheit schenken. Das wirklich tief zu verstehen, nimmt
der Gier einfach den Saft. Wir fallen nicht mehr drauf ein. Aber das ist Tee. Diese Täuschung ist so schwer zu verstehen, weil wir nie kontinuierlich genug hinschauen. Wir haben ein Verlangen nach etwas, nach einem angenehmen Kontakt. Und wenn sich der Kontakt erfüllt hat, dann ist das Verlangen weg. Wir sind wieder zufrieden. Wir speichern es ab. Okay, hat's gebracht. Wir bringen nicht in Verbindung den nächsten Auftauchen von Unzufriedenheit als eine Gesetzmäßigkeit. Wir könnten vielleicht, also wir möchten gerne Ruhe. Wir hätten so gerne endlich Ruhe. Ja? Wir sitzen hier, gehen hier, strengen uns an und irgendwann entsteht sie sogar, die Ruhe. Da ist sie. Und diese Ruhe müsste jetzt eigentlich bleiben. Jetzt haben wir es geschafft. Ja? Und kennt ihr das? Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt. Und dann vergeht sie wieder. Und als erstes suchen wir, warum ist sie wieder vergangen? Ja? Wir nehmen das nicht einfach so hin. Ach, hier, ja, das ist offensichtlich. Ruhe vergeht genauso wie alles andere auch. Nein, wir überlegen, okay, was habe ich falsch gemacht? Wer hat mich gestört? Was ist falsch daran? Wie kann ich das länger behalten, das nächste Mal? Ja? Was immer es auch ist, wir meinen, es könnte eigentlich andauern. Wenn wir genauer hinschauen, ist es sogar so, dass selbst wenn die Ruhe andauert, wir vielleicht dann doch irgendwann mal unzufrieden sind. Spätestens, wenn der Hunger kommt. Uns nichts gibt. Oder nicht das Richtige gibt oder so. Anhaften, wir haften an den Dingen und meinen, sie geben uns diese tiefe, tiefe Zufriedenheit, nach der wir suchen. Und wir weigern uns auch, davon loszulassen. Eine Freundin hat mich, als ich an diesem Vortrag arbeitete, an eine Geschichte erinnert mit dem Affen. Und es gibt verschiedene Geschichten mit den Affen. Auf jeden Fall eine Geschichte, an die ich mich erinnere, die erzählt wurde. Wenn man einen Affen fangen will, ich hoffe, ich erzähle das jetzt richtig, da tut man etwas Leckeres in eine Kokosnuss. Und man macht die Kokosnuss ein Loch rein, das gerade so groß ist, dass der Affe mit der gestreckten Hand reinkommt. Und dann greift er das, was er haben will, ja, und dann ist das eine Faust und die ist breiter als diese gestreckte Hand. Und er möchte jetzt das Ding rausziehen, was er ergriffen hat, und er kann es nicht. Die Hand passt nicht wieder zurück. Und dann kann man den Affen einfach greifen. Der flieht nicht mehr weg, weil er lässt einfach nicht los. Also die Kokosnuss ist dann festgebunden offensichtlich an irgendwas. Ja, er lässt einfach. Er könnte einfach loslassen, dann wäre er frei. Aber er lässt nicht los. Und das ist so ein bisschen unser Dilemma. Wir weigern uns loszulassen. Wenn wir loslassen würden, wären wir frei und alles wäre gut. Wir wollen festhalten. Wir wollen das haben. Ich finde das eine sehr schöne Geschichte. Eine andere Geschichte, die kann ich jetzt, die müsste ich nochmal nachlesen, ist, wo ein Affe auch wieder irgendwas, wo er kleben bleibt. Und er kann sich nicht mehr lösen, also tut er das nächste auch noch drauf. Ne? Alle Extremitäten sind dann und schließlich auch der Mund und ist einfach festgeklebt. Aber ich lese es nochmal nach. Das ist irgendwo in den Suten, dieses Beispiel. Und so sind wir so ein bisschen. Wir versuchen ein Verlangen lieber durch ein anderes Verlangen zu ersetzen, um glücklicher zu werden. Und irgendwie verstricken wir uns immer mehr. Ja, kennt ihr das? Das heißt, wenn wir uns wirklich ein wenig befreien wollen, wenn wir mehr wirklich tieferes Glück erfahren wollen, brauchen wir ein tiefes Verstehen von diesem Dilemma, in dem wir da sind, von diesem, der tatsächlichen Kreislauf, von diesem Durst, der zu Leiden führt. Und dann geht es darum, einfach dem zu beginnen zu widerstehen, nicht dem immer einfach so zu folgen, was nicht einfach ist. Und wirklich auch vor allen Dingen dabei auf diese Kraft des Verlangens und des Anhaften daran zu schauen. Die Achtsamkeit selbst, das bloße, wahre, freundliche, interessierte Betrachten ist, wirkt wie ein Lösungsmittel. Das finde ich das Phänomenale an dieser Kraft. Wir schauen drauf und diese Kraft ist nicht verbunden, nicht verhaftet. Und je mehr wir drauf schauen, wir müssen nur gucken, dass wir auf das Richtige schauen. Wir schauen auf das Verlangen in uns, wir schauen auf das Anhaften in uns. Dann löst sich das.
dann ist das Schöne vielleicht noch da und wir können es genießen und wir haften nicht daran. Vielleicht ist das Schöne nicht da, wir haften nicht daran, es ist kein Problem. Verlangen wird weiter entstehen. Verlangen wird noch lange entstehen. Ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen zu machen, dass ihr Verlangen gleich loswerdet. Ja, ganz viele haben gleich die Sorge. Jetzt bin ich gleich mein Verlangen los. Ich traue dem aber noch nicht so ganz, dass ich wirklich glücklicher werde. Das geht schrittchenweise. Also wir schauen da wirklich hin und spüren da hinein, was passiert da in dem Moment, wo ich das Verlangen wirklich loslassen kann. Ich erinnere mich da gerade, einmal im Jahr, dieses Jahr nicht, aber die anderen Jahre, führe ich einen Naturretreat durch. Da gehen wir in die Berge und sind in einer sehr speziellen Situation, die sehr herausfordernd ist. Ist wirklich was für diejenigen, für diesen Retreat in solchen Umständen, so Pipifaxes. Also, so, die hier nichts mehr zu tun haben, so. Wo nichts mehr drückt und nichts mehr unsere Prozesse in Gang setzt, nichts mehr fordert. Ja, die gehen dann da oben hin und da sieht's dann richtig fordernd aus. Okay, du lachst schon. Und als ein Beispiel, wir sitzen dann an einem Tisch, ist sehr eng und es wird alles aufgetischt, es gibt nicht das Buffet und da hat mir einer erzählt, er saß dann an einer Ecke und er wollte so gerne auch etwas von dem Koriander, der war auf der anderen Ecke vom Tisch, man darf nicht reden. Und als der Koriander bei ihm ankam, hat das Schälchen leer. Und er sah es schon kommen und er merkte so, es weilte in ihm auf, das Verlangen, und er dachte sich, ah, ich schaue jetzt einfach das Verlangen an. Was will ich mehr, Seelenfrieden oder Koriander? Und das war seine Entscheidung in dem Moment. Was will ich mehr, Seelenfrieden oder Koriander? Okay, ich entscheide mich mal für Seelenfrieden. Ich gehe auf das Anhaften, auf das Verlangen und es löste sich auf und er erfuhr wirklich diesen Frieden für einen Moment. Okay? Und das sind diese vielen Momente, die wir erfahren müssen, dass das tatsächlich Frieden bringt. Loslassen statt haben. Ich meine, das ist die eine Seite. Die andere Geschichte ist natürlich schon schön, wenn die anderen dran denken, dass der da hinten auch noch Koriander will. Also, aber gut, in dem Moment ist denen die Gier durchgegangen. Blind, ich will Koriander. Und in dem Moment war der Glaube, dann werde ich besonders glücklich. Nicht so ausgesprochen, aber es ist einfach passiert, offensichtlich. Also, diese Entscheidung, die können wir immer wieder in uns schauen, wo die gerade liegt. Ist es gerade so wichtig, dass ich das habe oder lass ich los? Will ich es haben? Und ich meine, wenn es vor der Nase liegt, dann dürft ihr euch natürlich ein Stück Stuten nehmen, also oder ein Stück, was immer euch da im Buffet angeboten. Ihr dürft es nicht, dass ihr jetzt da nicht nehmen sollt, ja. Aber wenn es nun mal nicht kommt, rege ich mich auf oder lasse ich es gehen? Rege ich mich auf? Und das wirklich so ein bisschen immer wieder so antesten. Das ist wirklich ein ganz anderer Umgang damit, ganz anderer Weg. Halte ich daran fest, lass ich es los. Es kann auch Meinungen sein, es kann Ansichten sein, es kann, ja, es gibt viele Bereiche, in denen diese Gier, dieses Anhaften auftritt. Ja, es ist nicht nur auf der materiellen Ebene, es ist eben auch auf der Geltungsebene. Ja, werde ich genügend beachtet, werde ich genügend gelobt, werde ich genügend gedankt, werde ich genügend gesehen, werde ich genügend respektiert, habe ich recht oder habe ich nicht recht, ja? Solche Geschichten stehen ja auch auf dem Plan. Wenn wir sehen, wenn wir genauer betrachten, was auch schön ist, wenn wir uns unsere Wünsche, unsere Begierden befriedigen, der nächste Punkt ist, wirklich hinzuschauen, wie lange hält meine Zufriedenheit denn an? Also ich teste das jetzt schon länger mit Essen, Geschichten. Aber wir können das auch mit anderen Dingen anschauen. Wie lange hält die Zufriedenheit an? Wann kommt die nächste Unzufriedenheit? Es gibt uns einen Aufschluss darüber, wie wichtig das ist, dass wir das wirklich bekommen. Das immer wieder zu sehen, immer wieder zu sehen. Das nimmt dem Drang, dem Folgen zu mischen, die Kraft. Weil wir sehen, auch wenn es nicht das eine verlangt ist, kommt halt das nächste. Und ob ich das jetzt befriedigt habe oder nicht, ist es wirklich so entscheidend oder nicht? Und es gibt natürlich große Entscheidungen. Die großen Entscheidungen, soll ich
eine Stelle annehmen? Soll ich hier hinziehen, dorthin ziehen? Soll ich diesen Beruf wählen? Soll ich jeden Beruf wählen? Soll ich meinen Beruf jetzt aufgeben, etwas anderes tun? Und ich finde es wichtig, dass wir diese Entscheidungen sehr gewissenhaft fällen und nicht einfach so abtun, oh, das Verlangen, da kümmere ich mich nicht drum. Aber wirklich hineinspüren, woher kommt das Verlangen? Woher kommt meine Ausrichtung? Was ist da im Spiel? Ja? Ist da ein bisschen Scheu? Ist da ein bisschen Angst? Ist da ein bisschen Geltungssucht? Ist da die Hoffnung, dann wird alles gut? Ich weiß noch, wie ich beim Studieren, ich habe dreimal die Uni gewechselt, dachte, es wird besser. Ich habe zigmal die Wohnung gewechselt, dachte, es wird besser. Ich habe zigmal meinen Kleidungsstil gewechselt, dachte, es wird besser. Ich habe zigmal meine Freunde gewechselt, dachte, es wird besser. Ich habe zigmal meine politischen Engagements gewechselt, dachte, es wird besser. Es wurde nicht besser. Da fing ich an zu praktizieren. Das war der Beginn. Also wirklich schauen, ist da so eine Hoffnung dahinter? Weil wenn es besser werden soll, ist es oft nicht dadurch, dass wir etwas anderes und suchen, sondern dass wir etwas innerlich verändern. Daran liegt es oft, dass es so ist, wie es ist. Nicht immer, aber doch oft. Es ist auch nicht so, dass wir, wenn wir jetzt am Buffettisch stehen und wir merken auch, ich möchte lieber Banane statt Apfel oder Birne oder Nektarine statt Pfirsich, aus welchen Gründen auch immer. Und es gibt genügend von dem. Warum soll ich dann nicht die Nektarine nehmen, wenn ich die lieber mag? Oder den Pfirsich oder die Banane? Es gibt keinen Grund, wir müssen das jetzt auch nicht irgendwie zum Wahnsinn treiben. Wir mögen auch immer noch vielleicht lieber Sonne als Regen. Aber Regen kann manchmal viel schöner sein, als wir uns vorgestellt haben. Wir mögen auch sicher immer noch lieber Lob als Tadel, aber Tadel kann es manchmal weiterbringen als Lob. Also es ist da sowieso. Und trotzdem mögen wir das ganz selbstverständlicherweise. Wir mögen lieber das Angenehme. Das ist einfach so. Nur eine Frage, ob wir sehr eng werden darum und nur noch das haben können. Es geht um das Anhaften, es geht um das Haben müssen. Wollen ist kein Problem so sehr, wenn das Anhaften reduziert wird oder wegfällt. Dann sind wir sehr frei davon, ob wir es bekommen, ob wir es nicht bekommen. Unser Glück, unsere Zufriedenheit ist nicht abhängig davon. Taucht immer noch auf, dann kann ich schauen. Kann ich es bekommen? Ist es sinnvoll? Was ist im Spiel? Aber ich bin nicht so sehr davon getrieben. Den Freiraum erhalten wir durch diese Erfahrungen, wo wir merken, dass Glück und Frieden durch andere Ursachen entstehen. Eben durch Loslassen. In dem Moment, wo wir loslassen, sind wir in der Zufriedenheit. Spüren wir, sehen wir all das, was wir haben. Das kann wieder in den Blick kommen, sozusagen. Glück und Zufriedenheit entstehen, ich muss ein bisschen springen, wann immer wir dieses Täuschung von Ich fallen lassen. Ich will das für mich. Ich brauche das. Wenn wir auftauchen und in diesem Ich sind wir allein, zerrissen, getrennt. All diese Dinge, die nicht wirklich zu wirklichem Glück gehören, fühlen uns da einsam. Dieses tiefe Glück und Zufriedenheit entsteht ja immer dann, und schaut mal hin, ob das für euch stimmt, wenn wir Verbundenheit erleben, wenn wir erleben. Und diese Verbundenheit entsteht durch Geben, durch Teilen, durch Helfen, entsteht durch Geduld. Geduld, in dem Moment, wo Geduld da ist, tritt Ruhe ein, fällt die Anspannung weg. Ich muss jetzt was unbedingt, ganz schnell. Fallen die Sorgen weg, die Ängste weg. Wir sind einfach at ease, in Ruhe, in Leichtigkeit. Liebe, diese Qualität von Metta, Zugewandtheit, das bringt Glück und Zufriedenheit hervor, weil wir im Wir leben, statt im isolierten Ich leben. Und letzten Endes diese Erfahrung, die wir machen können, die wir ab und an machen gerade in Retreats, wenn unsere Achtsamkeit kontinuierlich wird und eine Erfahrung nach der anderen kommt und geht und wir begegnen ihnen mit der gleichen Qualität von Zugewandtheit, von Hingabe, von
Wertschätzung, dann in dem Moment, wo wir merken, wir können allen Erfahrungen gleichermaßen begegnen, den angenehmen wie den unangenehmen, der Trauer, der Einsamkeit im Nichthaben. Und in dem Erfahren fühlen wir uns trotzdem lebendig, zufrieden, erfüllt. In dem Moment merken wir, dass wir all diese Dinge, wonach wir sonst so stark streben, nicht wirklich brauchen für diese tiefe, tiefe Zufriedenheit. Ist manchmal so, eines meiner eindrücklichsten Erfahrungen dazu waren eigentlich zwei. Aber eine war in Thailand, im Kloster, und ich war mehrere Monate zu der Zeit im Kloster. Und in diesem Kloster war es so, man hatte keine Matratze. Ich lief auf dem barren Holz mit einer Decke drunter oder sowas. Es gab keine Wände. Es gab Monsun, Hitze, Kälte, Frieren, Schwitzen, unangenehme äußere Umstände. Es gab einmal am Tag Essen, kalt, morgens früh um 7. Reis und Gemüse und Fleisch mochte ich gar nicht. Es war widrig bis zum geht nicht mehr. Ich war allein, keine Freunde dort, nur andere Asiaten, die mich nie verstanden. Klingt ja wirklich. Und ich wachte auf, es war abends. Und ich saß da und spürte eine unglaubliche Glückseligkeit. War einfach glücklich und zufrieden. Es war so. Alles, was ich denke, was ich brauche, war nicht da. Es war wirklich aus dem Innersten heraus. Auch das blieb nicht, leider. Ich arbeite dran. Es ist aber wirklich dieses Anhaften, was wir loslassen. Ich möchte enden mit einem sehr schönen Gedicht von Ryokan. Ich sehe Menschen in dieser Welt ihr Leben wegwerfen, voller Verlangen nach irgendwelchen Dingen und nie fähig, ihre Wünsche zu befriedigen. So fallen sie in tiefe Verzweiflung und quälen sich selbst. Doch selbst wenn sie erlangen, was sie sich wünschen, wie lange sind sie in der Lage, sich daran zu erfreuen? Für eine himmlische Freude erleiden sie 10 Höllenqualen und binden sich selbst noch fester auf den Schleifstein. Solche Menschen sind wie Affen, die krampfhaft nach dem Mond im Wasser greifen und schließlich in das tiefe Wasser fallen. Wie endlos sind jene doch gefangen in den Leiden dieser fließenden Welt. Nicht um mich, sondern um sie mache ich mir die ganze Nacht Sorgen und kann den Fluss meiner Tränen nicht stillen.